würde mal sagen, das große Jap-Jap-Special, ne? Wobei, ich habe schon eine Folge gemacht. Also, was ich ganz cool finde, ist, der hat drei Helden statt nur einen. Okay. Aber es ist halt dann dreimal der gleiche Boy. Kannst du übrigens auch noch den Jap-Jap auswählen und dann starten. Startet das Spiel, kleiner Pro-Tipp. Und seine Fähigkeit ist halt, so einen Heilkreis um sich zu setzen. Und wenn du das dann mit drei Boys auf deine komplette Armee machst, dann heilst du schon ordentlich. Schon schwierig, dich dann da zu töten. Das ist schon ganz cool, aber ansonsten ist halt Allianz, ne? Die Fähigkeiten, die waren ja immer die Fähigkeiten. Eher aktiv oder passiv? Ich glaube eher aktiver, aber... Ich check die Allianzfähigkeiten sowieso nicht. Ich weiß nur, dass der Arbiter so einen krassen Dorn hat. Ja, warte, du warst das doch, der die ganze Zeit... War das nicht Stachel? Oder was auch immer, oder... Kegel oder so. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Oh, das ist so viel richtig geil, die Fähigkeit. Oh, zweimal Forge? Ja. Denkt er sich, was? Zweimal Jap Jap? Pass mal auf, du Hurensohn, jetzt gibt's zweimal Grizzly Bataillon. So. Die Geschwindigkeit ist jetzt hier gerade ein bisschen schneller. Ey, man startet mit 5 Trupps, die sind super bad, die Trupps hier. Du hast 5 Stück von denen, die können nur in den Nahkampf gehen. Nice. Das heißt, Reaktor die Dinger ist auch nichts. Und das sind dann auch deine Standard-Truppen, die Kanonen, ist ja schon. Ja, genau. Ja, dann musst du ja schon sofort hier eine Kaserne machen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Das ist absolut richtig, ja. Ich möchte die ganze Zeit mit ATs schnell über die Maps zoomen. Ja, die sind leider sehr nett. Wo hab ich denn hier ein paar Ressourcen noch da? War es echt schnell gerade. Fuck. Lokale Einheiten. Alle Einheiten. Energieextraktor errichtet. Also die Typen hier sind im wahrsten Sinne des Wortes Kanonenfutter. Ich muss mal die so schnell wie möglich loswerden, damit du hier vernünftig arbeiten kannst. Jo. Energieextraktor errichtet. Oder es gibt eine mega geile Taktik, mit denen ich nicht kenne. Das kann natürlich auch sein. Ich hab hier ein Fahrzeug, was die pusht irgendwie. Ja, dieser Methanwagen. Ja. Gibt's auch Erfolge mit dem Methanwagen? Ich weiß ja, dass du so eine kleine Alter, wie oft soll ich euch noch da hinten hinschicken? Was ist denn eigentlich euer Problem? Ja, vielleicht wollen die gar nicht dahin, hast du das schon mal bedacht? Statt hier so aggressiv zu werden. Ja, das sind ist wertvolle Zeit, die Ressourcen eigentlich zu sammeln. Ja, und dieser Held, der hat so einen riesen Nadelwerfer, aber der ist einfach richtig scheiße. Ja, bei mir spackt das auch gerade, ich kann die auch gerade nicht dahin schicken, wo ich will. Muss erstmal manuell irgendwo hinschicken. Also erstmal so. Die Nähe. Dann kannst du einsammeln. Brauchst jetzt nicht. Ja, aber guck, die bewegen sich gar nicht. Negativ zu sein, ja. Deine Armen, Jap-Japs. Franchi, kannst du die angreifen? Das kann ich super. Ich wäre Grum. Das ist super.
Ja, der schwere Grunt, der kann Dingen sein, angreifen in Lufteinheiten. Feindliche Flieger nehmen mich unter Beschuss! Ja, den mach ich mit, soll man den gerne. Was sind die Loritz, glaub ich, von anderen Grunts? Ah doch, die können den, glaube ich, mit Steinen bewerfen. Lufteinheiten, das ist der Wahnsinn. Aber die ziehen einfach mal nichts ab. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Oh, die Fähigkeit ist ja eigentlich ganz nice, wenn ich das mal ganz beachte. Welche? Bitte nicht schießen. Wenn aktiv, kommt die Energie kurzzeitig alle Angriffe von Einheiten, Schützen und Anführerfähigkeiten ab. Ja, nice. Ganz nice. Yep. Lokale Einheiten. Schau mal den geilen Nadel. Zum Glück irgendwie nicht nervig, die Grunts. Nee. Jetzt müssen wir uns aber mal einen Reaktor hier snacken, ne? Ich bin schon dabei. Hab ihn jetzt auch eingesammelt. Nice. Doch. Ja, komm. Nehmen wir uns gleich noch einen, komm. Ich zieh auch gerade in den Mittel für den nächsten. Lokale Einheiten! Was? Ja, ich bin so mutig, warum greifen die Grunts an den nächsten Mal? Ja, das arme die Ampelonen Futter Boys, ja. Wie, der nimmt mir den einen hier weg, ey. Sehr gemein. Du brauchst krasse Help. Ich mach den jetzt fertig, der Helden. Muss man Kanonenfutter da? Ich nehme jetzt den Turm in der Mitte. Jo. Zu Anfang ist das, glaube ich, schon ganz gut mit dem Typen, wenn man schnell seine Heldeneinheiten da bekommt. Ich glaube, mit drei Stück kannst du da schon ziemlich viel Schaden anrichten. Ich würde richtig gerne Anführerpunkte erhalten. Oh, Kastenstrahl freigeschaltet als Fähigkeit. Ja, ich auch gerade. Ah, da muss man sich gönnen, wenn man hat. Wenn man hat, muss man sich den auch gönnen. Auf jeden Fall. Oh, raus da, nein, jetzt bin ich nicht. Egal, Kanonen.
Ja, aber als ob jetzt die Teams mich gerade umsetzen. Okay, der eine Typ hat auf jeden Fall keinen Airstrike mehr. Also beide. Ja, beide Frosch. Ja, mein Kanonenfutter haben sie überlebt. Richtig geil, ich strahle jetzt hier direkt auf die Mühle. Streit weg von den Typen hier. Streit weg von den Typen hier. Oh, der hätte sogar relativ lange. Der hätte sogar relativ lange. Jo, habt ihr Zweitbase? Jo, habt ihr Zweitbase? Geschütz errichtet! Ja, aber das ist ziemlich geahmt, Alter. Ja, aber das ist ziemlich geahmt, Alter. Bösewichte! Angriff! Lokale Einheiten! Boah, dann rammen die scheiß Warthogs meine Supergrunts? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das hat er bei mir gerade auch gemacht. Sag mal, ich werd doch hier mit meiner kleinen Armee diese drei Piss-Warthogs hier zerstört kriegen, oder nicht? Nein, ne? Ich komme da nicht durch. Ich zieh mich zurück, bevor ich meine Helden verliere. Denk dran, mit den Helden die Zünftigkeit kannst du heilen, ne? Ja, ich hab die schon eben schon vorhin gemacht. Achso, okay. Hast du nicht deinen Strahl? Ich hab den gerade schon gemacht. Achso. Weil diese drei Warthogs da, die sind. Ich hab gar keine Einheit mehr. Böse? Die drei Warthogs da, die haben mich gefickt, Mann. Irgendwas mache ich falsch. Jetzt kommt er zu mir mit seinem Mega-Wurf. Alter, was war das denn? Was für Frosch? Ich hab jetzt komplett entwickelt, jetzt haben die Unattacke, die ist gut gegen die Warthog. Wo bist du? Hier links bei dieser Base. Ja, ich seh's grad. Den Mega hat ganz gut fertig gemacht, ja. Das nimmt uns den scheiß Energieknoten. Lokale Einheiten! Oh, da kommt eine Vulture, zwei Vultures. Ich hab gerade eine Gießerei gemacht, ich mach mal diese Weaver-Dinger. Alter! Boah, mit der Y-Fähigkeit haben die mich hier aber gerade zerflüpft, ey. Ja, mein Strahl ist noch nicht bereit. Ja, Mann, komm schon, Strahl. Hat er jetzt. Awesome as fuck. Ja, spar dir den Strahl. Ah ne, die Beste ist wieder voll. Sie haben eines unserer Gebäude zerstört. Oh, der hat hier eine Base, der Penner. Was denkt der sich? Ja, das gleiche wie ich, ne? Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an! Ja, mein geiler Kupplin hätte hier oben auf. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pech für die. Es wäre gut, wenn man den Einheiten noch irgendwie sagen könnte, wen die angreifen sollen, wenn die in der Garnison sind. Ja. So, jetzt mach ich mal auch noch Jäger gegen ihre scheiß Warthogs. Verstärkungslevel 1 erforscht.
Du hast sogar ein bisschen Geld über, wahrscheinlich, also Geld wahrscheinlich nicht, oder? Noch ein? Danke. Das reicht schon. Das geht nur darum, dass ich hier die Base bauen kann, damit er das nicht sich wieder. Wollte der gerade auch schon wieder machen, ne? Oh. Und dann direkt die nächste. Ah, der kommt, da ist er. Oh, Scheiße. Dass wir nur auf Helden abstimmen. Schon irgendwie was von den Lufteinheiten von ihm geholt? Ich hab die ganzen Vultures zerstört. Weiß ich. Ich hab ihm noch eine Dings geholt. Nachtigall vom Himmel geholt. Ja, ich mach dem den Base hier direkt gleich kaputt. So, diesmal will ich die Base hier aber bauen. Jo, Base ist wieder down hier hinten. Pech für die. Ja, und jetzt nimmt der uns hier den Energieknoten aus der Base, klar. Mann, der macht den nicht. Okay. Herzchenstrahl, deshalb sieht das so gut aus. Oh, ich bin da. Lokale Einheiten!
fertig ist, hat jetzt die Anzeige und jetzt zur Basis zurück. Da gerade bei mir Menschen-Calls gemacht. Irgendwie Pelican-Terrorist, die Landezone, irgendwie sowas. Okay. Übrigens wieder die feindliche den Kollegen Cursor rausgetan haben, ne? Das nämlich den Entwicklern übrigens übel. Ja, ich habe mich vorhin schon gefragt, was denn damit läuft, ne? Die haben das scheinbar wieder rausgetan. Was soll denn der Scheiß? Nämlich den sehr übel. Oder vielleicht haben die das so gemacht, dass man das einstellen muss. Das kann man das auch sein, aber. Wir haben jetzt Zeit.
sag ich ja. Selbst mit den E-Gunnen. Ja, selbst das Geld braucht relativ lange. Ah, ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder Strahl habe. Gut, ja. Gesehen, wie die aber die Entwicklung vom Methanwagen heißt. Nee. Guter Stoff. Boah, geil. Ich glaube, ich komme da nicht mal mehr dazu. Ja, der, der könnte nur eine Base haben, oder nicht? Das könnte allerdings sein, du. Ja, ich glaube, von den Klamotten. Ja, der hat da noch eine Base. Ja, der hat da noch eine Base. Also Infanterieabwehr ist schon ziemlich ordentlich gegen den. Der hat hier unten, glaube ich, auch noch eine Minibase. Von da unten kommen die ganze Zeit Marines. Wow. Sie hängen in den Seilen. Also keinen richtigen Seilen. Gibt es auf der Arsch überhaupt Seile? Egal. Das war gerade ein Spruch von dem Anführer hier. Nice. Aber die Geschützfähigkeit auf Stufe 2 ist eigentlich ganz cool. 6 Geschütze abwerfen, das ist dann doch ganz nice. Ja, der sagt das auch gerade bei mir. Ja. Ich bin ganz dazu gekommen, hier die Schaden bekommen. Ich hier gar nicht so viel doch. Ich hier gar nicht so viel doch. Nee, das ist jetzt schon kaputt. Ach, das ist eine weltweite Fähigkeit. Ah, das ist ja nice. Muss man nicht ein bestimmtes Gebiet auswählen, sondern weltweit für 15 Sekunden greifen die Gegner dich nicht an. Nice! Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hatte jetzt so eine Crap-Einheit. Das stand auch bei mir. Achso, okay. Können deine Einheiten kämpfen in der Zeit? Ja, ne? Ja, ich hab gekämpft. Das ist nice. Warum hast du 3 Scarabs? Warum hast du die Fähigkeit? Können die dir keinen Schaden zufügen? Easy game. Oh, die haben meine Base da oben zerstört, da wo der seine Hauptbase hatte. Und seiner Sweet Boys da wieder hin sind. Ich schlag mal dahin. Ja, guck mal, genau bis 12. Ja. Medaillen für alle. Ich mag trotzdem keine Allianz. Nee, ich auch nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich mit dir machen soll. Oh, Erik, hast du richtig viel Nachschub eingesammelt, Wo steht denn das? Zeugter Nachschub? Wo? Hä? Das ist ein Bug. Das kann Bug. Der sich bei dem 32 GB eingeschlichen hat. Gigabyte eingeschlichen hat.
Hey Erik, gute Produktion bei dir. Gute Produktion bei dir da. Was hab ich denn? Steht da auch 0? Nee, ich meinte halt nochmal den Nachschub. Ja.